Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich sitze heute hier mit Renata B. Vogelsang aus der Schweiz. Renata untersucht seit über 20 Jahren gewaltfreie Kommunikation, wertschätzende Gesprächsführung, kooperative Kommunikation. Renata, was machst du da eigentlich oder was ist eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Was versteht man darunter? Also ich sage zuerst, was gewaltfreie Kommunikation ist. Ja. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zuerst. Und gewaltfreie Kommunikation ist ein Kommunikationssystem, das erlaubt, mit vier Schritten wertschätzend miteinander zu sprechen, auch wenn es sehr konfliktuös ist, also wenn wir wirklich Krach haben miteinander, gelingt es immer noch mit diesen vier Schritten wirklich bei sich zu bleiben einerseits und andererseits in Verbindung zu bleiben. Das ist so die Grundlage. Die Grundlage ist, dass wir gleichwertig sind. Also nicht, dass ich besser bin als du oder dass ich sowieso besser weiß oder dass ich recht habe. Das passiert ja ganz häufig, dass ich annehme, wenn ich in Rage bin, dass ich sowieso recht habe und du ja sowieso nicht. Deshalb werde ich ja wütend, weil du es mir nicht glaubst. Darunter hat es ja ein Bedürfnis. Und diese vier Schritte sind ganz einfach. Sie sind betörend einfach, deshalb mache ich das schon so lange. Das ist eine wertfreie Beobachtung der Situation. Das ist der erste Schritt. Ich mache also keine Bewertungen oder ich mache auch keine Interpretationen über dich, wenn ich gerade mit dir im Streit liege. Also wenn ich mit jemandem im Streit liege, und so erlebe ich das und höre ich das oft, dann ist da sowas wie, das machst du doch immer so, und also eher so ein Kampf. Deshalb klingt es mit diesen vier Schritten sehr verlockend, aber ich kenne einfach, dass man sich so reinsteigert und es wie so eine Selbstläufer wird, wo man dann auch wütend wird und ganz viel Energie da ist und dann es noch schlimmer wird und es kaum zu stoppen ist. Was passiert denn da eigentlich? Genau. Ich sage zuerst noch die vier Schritte und dann sage ich, was da eigentlich passiert, wenn wir sagen, lass mich mal, ich muss mich jetzt da mal reinsteigern, oder? Das passiert ja dann. Ich will mich jetzt da mal reinsteigern und mich verteidigen oder dich angreifen. Mhm. Ich erkläre nachher, was da passiert. Also wertfreie Beobachtung. Da sage ich dir nicht, du machst das immer, weil. Ich mache keine Annahmen, sondern ich sage nur, was ich sehe und was ich höre. Das ist unglaublich wenig. Ich höre, was du mir sagst und ich sehe, wie du handelst. Und sonst nichts. Das machst du ja nur, weil. Das brauche ich dann nicht mehr. Das entlastet mein Hirn. Weil ich muss mir dann nicht überlegen, weshalb du das tust. Das finde ich total praktisch unterdessen. Ich musste mir das angewöhnen, natürlich, aber unterdessen finde ich das praktisch. Wertfreie Beobachtung ist der erste Schritt. Wenn wir wirklich dabei bleiben, bei dieser wertfreien Beobachtung und nur schauen, was sehe ich und was höre ich, dann führt mich das zu meinen Gefühlen. Was fühle ich jetzt gerade in dieser Situation? Ich bin vielleicht wütend, ich bin traurig, ich bin orientierungslos, ich bin irritiert. So, das ist so. Da hat es unter allen diesen Gefühlen hat es ein unerfülltes Bedürfnis. Für mich war es eine Erleuchtung, eine richtig, also das hat mir meinen Geist aufgetan, weil ich nämlich aus der Wutecke komme. Ich kenne dieses Wütende gut. Ich war als junge Frau so ein bisschen ein explosives Fass. Und dann, als mir jemand im ersten Kurs gesagt hat, unter jeder Wut liegt ein unerfülltes Bedürfnis, da habe ich endlich gewusst, was zu tun ist, nämlich, dass ich bei mir schaue und schaue, was mein Bedürfnis ist. Also das scheint mir relativ einfach, oder? Ein unerfülltes Bedürfnis, das ist ja spannend. Genau. Hinter einer Kommunikation mit Stress, wenn ich das so verstehe. Also immer, wenn Stress da ist, dann hat es ein unerfülltes Bedürfnis. Okay, ist interessant. Unabhängig davon, wie
dieser Stress sich ausdrückt. Es hat da etwas, wo du nicht zufrieden bist und wohl in dieser Situation. Wir schauen nachher, wie das kommt, dass das passiert überhaupt. Ja. Der vierte Schritt, also dann haben wir wertfreie Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis. Und dann kommt der vierte Schritt und das ist die Bitte. Und zwar nicht die Forderung, sondern die Bitte. Die Bitte. Oder wenn ich einem Jugendlichen sage, würdest du jetzt bitte mal den Mist runterstellen, den Kübelsack hier runterstellen, dann ist das ja keine Bitte, sondern ich erwarte, dass das jetzt passiert. Das ist nicht die Bitte, die du meinst. Genau, da kann ich noch lange Bitte sagen. Es ist eine Forderung. Ja. Was mache ich dann, wenn der Junge oder die junge Frau oder der junge Mann sagt, nein, jetzt gerade nicht, ich mache das dann später. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder was mache ich dann? Was mache ich dann? Dann gerate ich in Wut. Wütend, genau. Und dann habe ich natürlich ein unerfülltes Bedürfnis. Weil ich hätte gerne, dass diese Person, mein Sohn oder meine Tochter, jetzt endlich diesen Müll runterstellt. Ja, genau. Oder? Das ist alles ganz logisch. Aber was mache ich denn, wenn die Nein sagen? Oder? Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, genau. Ich kann es schon nachspüren, dann geht irgendwas kommt was in Bewegung. Man muss es sich nur vorstellen. Ja, es reicht. Schwierig. Also, dann kommt diese Situation von, und das finden die Leute zu Beginn relativ seltsam. Und manche finden, das ist was für Warmduscher und Weicheier und so. Wirklich, ja. Das ist nichts für mich, weil ich bin ja geradlinig. Also die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Diese okay. Bitte. Ja, diese Bitte, ja. Wenn man dann sagt, würdest du jetzt, ist das für dich okay, diesen Müll runterzustellen? Ah. Oder? Das fühlt sich gleich irgendwie anders an, ja. Ist interessant, gell? Ja, es ist interessant, weil ich spüre, da kommt keine Reaktion bei mir. Genau. Das ist ja interessant. Genau, oder? Da bin ich in Verbindung mit dir und ich nehme dich genauso ernst wie mich, weil du nämlich auch jemand bist mit Autonomie. Du möchtest ja auch autonom sein. So wie ich auch. Auch wenn du meine Tochter oder mein Sohn bist. Und du möchtest auch gerne respektiert werden und nicht herumbefohlen. Ja, genau. Oder? Ja. Genau. Das sind die vier Schritte. Und die erlauben mir, in Verbindung zu sein und gleichzeitig ganz nahe bei meinem Bedürfnis zu sein und bei meinen Gefühlen. Und es gibt noch ein paar Voraussetzungen, was ich noch tun muss, damit ich wirklich eine wertfreie Beobachtung machen kann. Also das bedeutet, ich muss in Verbindung mit meinen Bedürfnissen sein und mit meinen Gefühlen. Also keine Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften. Ganz schwierig am Anfang. Wir kennen das aus Paarsituationen. Diese Du-Botschaften, du machst doch immer... Du hörst mir nie zu. Ehrlich. Du lässt immer deine Sachen liegen. Okay, ich habe... Oder? Ja. All die Geschichten. Ja. Das sage ich nie, was denn bei mir los ist. Dann sage ich nicht, du... Können wir das nochmal besprechen? Für mich wäre es so wichtig und es würde mich wirklich beruhigen, wenn ich freie Flächen hätte. Gefühl und Bedürfnis. Das kommt ganz anders an. Ich spürte sofort, dass irgendwas ganz anders ist. Ja, ich spreche von mir und nicht von dir. Ich kann ja nicht von dir sprechen, eigentlich. Ja, es bleibt in mir so ruhiger, habe ich das Gefühl. Ne? Du weißt dann, ich behalte meine Sache bei mir. Man darf ganz wütend werden mit der gewaltfreien Kommunikation. Man darf alles ausdrücken. Ah ja, spannend. Ja, es heißt, sei klar, nicht nett. Also es geht nicht um nett, sondern es geht um Klarheit über meine Bedürfnisse. Und es ist gut, wenn ich lerne, diese Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Nicht nur auszudrücken, sondern sie auch zu erkennen. Ganz, ganz viele Leute müssen erst lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und sie dann auszudrücken.
Das ist nicht so einfach, das haben wir nicht gelernt. Wenn ich gerade nachspüre über meine Bedürfnisse, da kommt erstmal nicht wirklich jetzt so die Fülle, gell? Da kommt nicht irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, was meine Bedürfnisse in einem Gespräch oder da kommt erstmal nichts, muss ich jetzt zugeben, ja. Genau, ist gar nicht so einfach, ja. Gell? Aber es ist, es rührt was an in mir. Es geht irgendwie, wenn ich das kurz beschreiben darf, wenn du meine Bedürfnisse, es geht irgendwo sehr tief, an einen sehr tiefen Punkt, der hier gerade berührt wird, merke ich. Ne? So, da wird es ein bisschen unsicher und ja. Und das kann nur sein, weil wir gleichwertig sind. Weil ich weiß, dass du auch ein Mensch bist, der Gefühle und Bedürfnisse hat, so wie ich auch. Und dann ist das gleichwertig. Unabhängig, in welcher Rolle wir sind. Mhm. Wir sind ja jetzt in zwei unterschiedlichen Rollen. Du bist die Interviewerin und ich bin die, die befragt ist. Das sind zwei unterschiedliche Rollen. Und das bedeutet, je nachdem, auch Unterschiede in der Hierarchie. Das hat nichts mit der menschlichen Gleichwertigkeit zu tun. Wir sind gleichwertig. Auch wenn du in einer anderen Rolle bist als ich. Wie mache ich das, diese Gleichwertigkeit? Das klingt sehr harmonisch ausgeglichen oder sehr wohltuend, schon allein das Wort. Mhm. Gleichwertigkeit hat eine Wirkung auf mich, muss ich so sagen. Ich nehme ein Beispiel aus der Arbeitswelt oder aus der Familie, ist vielleicht noch ein bisschen näher. Da haben wir die Eltern. Und die Eltern, die sind von der Generation her einfach den Kindern überstellt. Die haben auch eine andere Verantwortung. Ja, das oder? Ist, ja. Die haben eine Verantwortung für diese Kinder, bis sie erwachsen sind. Und die Kinder haben, ich sage es immer so, die Kinder haben die Verantwortung, in ihr eigenes Leben reinzuwachsen. Oder? Mhm. Das sind total unterschiedliche Verantwortungen und Aufgaben. Aber von der menschlichen Spezies her sind das alles Menschen. Und da sind wir alle gleichwertig. Und wenn Eltern ihre Kinder als gleichwertig betrachten, dann begegnen sie ihnen anders. Dann dürfen die Kinder autonom sein und willkommen gleichzeitig. Also die müssen nicht etwas leisten, um geliebt zu werden. Und wenn sie das nicht müssen, dann ist die Prägung, das, was wir mitnehmen aus dem Kleinkinderalter ins Erwachsenenalter und das begleitet uns bis zum Ende unseres Lebens, dann ist die Prägung so, dass diese Kinder wissen, ich darf mich ausdrücken und ich bin mit dem willkommen. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich etwas tun muss, damit ich willkommen bin. Ja, es ist ganz anders. Was verstehst du denn unter Prägung? Oder was kann ich mir da vorstellen? Genau, was kannst du dir darunter vorstellen? Die Prägung, das ist etwas, man kann das sogar lokalisieren im Hirn. Mhm. Das findet im limbischen System statt. Das ist dort, wo die Emotionen verarbeitet werden, unter anderem. Und dort haben wir eine kleine Bibliothek, die Mandelkerne, und da werden unsere Erfahrungen gespeichert. Was wir erleben in den ersten Jahren, das wird dort abgespeichert und das hat eine Bewertung. Also war das für mich angenehm? War das für mich gefährlich? Oder war das für mich lebensbedrohlich? Und die Bibliothek zusammen mit dem Nervensystem ist immer in jeder Situation, auch wenn wir jetzt hier sitzen und dieses Interview führen, ist dein Nervensystem und mein Nervensystem immer dran zu schauen, ist das okay? Bin ich immer noch, ist es mir immer noch wohl? Habe ich immer noch dieses Wohlbefinden? Oder wird das vielleicht gefährlich oder sogar lebensbedrohlich? Und je nachdem, was ich erzählen würde, was in deiner Bibliothek, unter lebensbedrohlich abgelegt ist, dann würde dein Nervensystem reagieren
und deinen Körper in eine Situation bringen, wo du in deinen ganz alten Mustern deiner Kindheit reagieren würdest. Außer du hättest gelernt, Stopp zu sagen. Aber das haben die meisten Leute nicht. Oder es werden immer mehr, aber es sind immer noch viele Menschen, die noch nicht Stopp sagen. Das Interessante ist es, dass, wenn du sagst, es wird das Nervensystem angesprochen, dass wir dann auch in so Stresssituationen kommen. Genau. Also wenn deine Bibliothek sagt, das hier ist bedrohlich oder lebensbedrohlich, dann wird dein Körper innert Nanosekunden in eine Situation befördert, wo du reagieren kannst. Wo du kriegst Adrenalin ins Blut. Mhm. Es gibt einen Tunnelblick. Mhm. Das gibt es wirklich. Ja. Physisch. Diese Muskulatur hier, der Temporalis, spannt sich an und hält die Augen auf den Ort, wo ich mich drauf konzentrieren und reagieren muss. Eventuell kämpfen oder flüchten, je nachdem, wie tragisch und bedrohlich das für mich ist. Die ganze Verdauung wird abgeschaltet, je nachdem, wie heftig es ist. Der Puls steigt, der Blutdruck steigt, damit der Körper gut versorgt ist. Mhm. Also der Körper kriegt Stress. Mhm. Stress ist eigentlich nichts anderes als der Körper, der sich bereit macht, um zu reagieren. Ja, genau. Es sind ja diese ganz Urinstinkte, die wir in der Tierwelt noch sehen, diese Tunnelblick, Starre. Genau. Und je nachdem, was da passiert dann in deiner Kindheit oder was passiert, Schockerlebnisse selbstverständlich auch im Erwachsenenleben prägen diese Erfahrung und deshalb sagt man Prägung. Und mit dem gehen wir durchs Leben. Und es ist total gut, die Prägung zu kennen. Die eigene. Dass ich weiß, okay, das ist für mich wirklich gefährlich. Da werde ich, was auch immer, orientierungslos. Das irritiert mich total. Da reagiere ich sofort. Also es ist gut zu wissen, wie wir reagieren. Es ist gut zu wissen, wenn ich das weiß von mir. Weil ich denn das zu mir nehmen kann. Und nicht der anderen Person sage, dass sie schuld ist dran, wie es mir jetzt geht. Mhm. Weil das ist das, was wir normalerweise tun. Genau. Das schau doch mal, in welche Situation du mich jetzt bringst, oder? Zum Beispiel. Nein. Das sind wir wieder bei der Kommunikation. Ganz genau. Ja. Das, was passiert, ist, dass du etwas sagst. Vielleicht hast du keine Ahnung, was das bei mir bewirkt. Und dann muss ich selbst schauen, was denn meine Reaktion ist. Du bist nur der Auslöser. Das heißt, da wird bei mir eine Prägung ausgelöst und ich reagiere. Und wenn ich das richtig verstehe, in dem Moment, wo ich verstehe und weiß darum, kann ich Stopp sagen und das zu mir zurücknehmen und sagen, okay, was brauche ich jetzt, um ruhig zu werden und wieder zum Beispiel in die Gleichwertigkeit zu gehen? Das fühlt sich schön an. Ja, es ist. Mir das vorzustellen, wieder dann Weg zu finden, Stopp zu sagen und zu sagen, okay, ich nehme es zu mir zurück. Es ist am Anfang nicht, es ist ungewohnt. Mhm. Es ist ungewohnt. Und gleichzeitig sehe ich in meinen Kursen, die ich gebe, in denen ich Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, Körperwahrnehmung, ich war lange Jahre Körpertherapeutin und habe das international unterrichtet, und Systemtheorie habe ich auch dazu genommen. Also wie wirkt das Familiensystem oder das System, in dem wir uns aufhalten, wie wirkt das auf uns? Wenn wir das zusammennehmen, dann sind wir tatsächlich in der Kommunikation. Weil das sind die Komponenten, die auf uns wirken. Wir haben das Familiensystem, wir haben die, lass mich nochmal wiederholen, das Familiensystem, hilf mir nochmal. Also Kommunikation, Körperwahrnehmung? Ja, die Körperwahrnehmung. Also was passiert da in meinem Körper? Der reagiert ja permanent. Währenddem wir hier sitzen, das kannst du vielleicht fühlen, reagiert ja der Körper. Ja, das meinte ich Situation. Am Anfang, wenn ich in Stress oder in Stresskommunikation bin, gibt es körperlich Atemnot oder ich
das ist das Gefühl, ich kann nicht mehr reden oder nicht mehr Luft holen, genau. nicht mehr atmen. Das sind wirklich körperliche Reaktionen, die ich von mir kenne und ich vermute, wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Mhm. Prüfungsangst entsteht da. Mhm. Zum Beispiel dieser Druck, gut zu sein. Und vielleicht habe ich das erlebt, dass ich gut sein muss. Und sonst gibt es eine Bestrafung, gibt es Liebesentzug, gibt es was auch immer. Mhm. Bin ich einfach nicht geliebt, mal grundsätzlich, oder? Und dann ist dieser Teil, der denkt und nicht einfach unbewusst handelt, ist derart aktiviert, dass er nicht mehr funktioniert. Und deshalb haben wir Prüfungsangst und haben dieses Blackout. Oder deshalb kann man manchmal nicht mehr sprechen, wenn man sich so aufregt. Weil ich habe keine Idee mehr, weil dieser Teil des Hirns zu aktiviert ist. Man könnte sagen, er ist außer Gefecht gesetzt. Genau, aber wie komme ich denn dann da raus, wenn der eigentlich außer Gefecht gesetzt ist? Bewegung baut Adrenalin ab. Mhm. Das ist das eine. Oder so einfach Sachen. Atmen. Mhm. So, wenn es geht. Manchmal sitzt man ja in einer Sitzung und kann sich eigentlich nicht bewegen. Dann kann man die Füße bewegen und unter dem Tisch die Hände bewegen. Das geht auch. Mhm. Atmen ist ganz wichtig. Weil das hast du vielleicht gemerkt, wenn du dich aufregst, dann macht dir das Zwerchfell zu. Geht die Atmung genau. sehr hoch, sehr oben. Mhm. Genau. Also Bewegung kann ich tun, wenn Bewegung. Versuchen, die Gedanken zu beruhigen, die du dann hast. Und wenn du sie anschaust, sind die Gedanken zu 99% Interpretation. Da sind wir wieder bei den Interpretationen. Über dich oder übers Gegenüber. Da könntest du vielleicht nachher noch was dazu sagen, zu diesen Interpretationen. Was möchtest du gerne hören? Ja, vielleicht kannst du mal ein Beispiel machen über, zum Beispiel. Was haben wir denn für Interpretationen? Wenn du nie wegräumst, zum Beispiel, wir nehmen so die ganz einfachen Beispiele. Ja, ja. Oder wenn der Müll nicht runtergestellt wird, vom Sohn oder von der Tochter, dann kommen diese Geschichten von, das machst du bestimmt nur, um mich zu ärgern. Du bist einfach derart nervig. Immer machst du bla 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 und dann kommen die Interpretationen, die ein Label setzen und sagen, du bist halt so. Das haben wir ja besonders gerne. Du bist halt so. Oder wenn du nicht aufgeräumt hast, in meiner Wahrnehmung, weil selbstverständlich findest du es total aufgeräumt. Oder? Und das ist gleichwertig. Wir haben da einfach zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Dann könnte ich annehmen, dass du ja sowieso unaufmerksam bist, dass du sowieso faul bist. Das sind die Interpretationen. Dass du sowieso, oder? Das sind wir ganz schnell bei immer, bei nie, bei sowieso und du sowieso. Und Unterstellungen und genau. Annahmen über dich und dein Wesen. Das lieben wir besonders. Ja, das kennen wir alle. Da werden wir grad wütend, oder? Ja. Das haben wir nicht gerne, weil da unsere Autonomie total eingeschränkt ist. Und wir sind nicht respektiert in dem, was wir sind. Mhm. Oder? Wird's klarer? Ja, ja, genau. Das sind die Interpretationen. Genau. Was war da noch mit meinen Bedürfnissen? Das scheint mir jetzt vielleicht der schwierigste Part oder Teil daran zu sein. Wie komme ich denn dahin, wo... Wie kommt man zu seinen Bedürfnissen? Ja, klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber wie finde ich denn eigentlich raus, was meine darunterliegenden Bedürfnisse sind? Bedürfnisse ist ein bisschen wie Wetter. Es hat immer was. Und wenn es mal ein paar Tage einfach ganz schön ist und sonnig, dann ist vielleicht ein bisschen weniger aktiv. Aber es hat ganz, ganz häufig immer was. Also das kann sein vom Bedürfnis, wenn ich jetzt hier sitze und wir schon ein bisschen sprechen, dann habe ich ganz ein bisschen Durst. Dem muss ich noch nicht nachgehen. Mhm. Aber es ist ein kleines Bedürfnis, oder? Oder das hier war ein kleines Bedürfnis.
du hast dich anders hingesetzt, oder? Mhm. Ein kleines Bedürfnis nach bequemer hinsetzen. Mhm. Das ist ein Bedürfnis. Okay. Oder? Selbstverständlich gibt es die Großen nach geliebt werden, nach Verbindung, nach gemeinsamen Visionen erfüllen und all diese Geschichten. Das sind so die beiden Pole. Und dann gibt es diese Alltagsbedürfnisse. Ich möchte gerne morgen mit dir frühstücken. Bist du noch zu Hause oder gehst du schon wieder so früh zur Arbeit? Und du hörst, wenn ich sage schon wieder, was fühlst du dann? Ja, eine Bedrängung eigentlich, ne? Ja, da kommt es schon, oder? Ja. Schon wieder hat bereits eine Meinung von mir drin. Schon wieder ist gleich, kommt gleich. Ist interessant, gell? Mhm. Ist eine Unterstellung. Reagierst du sofort, anstatt dass ich sehr sage, spannend, ne? Mein Bedürfnis, ich würde gerne morgen mit dir frühstücken. Dann sage ich mein Gefühl, das ist eine Befürchtung. Ich befürchte, dass du morgen schon aus dem Haus bist, wenn ich aufstehe oder wenn wir gemeinsam aufstehen und das Frühstück angesagt ist. Mhm. Und dann würde die Bitte kommen, bist du noch da? Können wir zusammen frühstücken? Dann kann ich relativ frei antworten. Ne? Genau. Es gibt keine, wenn ich nachspüre, gibt es keine Reaktion, wo ich dir etwas rausgeben möchte an dich oder zurückgeben oder mich verteidigen müsste. Mhm. Ich glaube, das ist keine Verteidigung drin. Genau. Weil ich es bei mir behalte. Das fühlt sich wunderschön an, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich angenehm. Du hast deine Kurse erwähnt früher. Ist es etwas, was du unterrichtest, was wir lernen können? Ja, man kann das lernen. Also diese Art von Kommunikation? Ja. Mhm. Man kann das lernen. Zum Beispiel, es gibt viele andere Menschen natürlich auch, die gewaltfreie Kommunikation unterrichten. Man kann das bei mir lernen in dieser Verbindung von Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, Körper und System. Mhm. Und das gibt so ein Paket, das ich dann verpackt habe in einen siebenteiligen Zyklus, sieben Wochenenden, wo wir verschiedene Themen durchnehmen. Wir beginnen mit der Prägung. Also das erste Wochenende ist Prägung. Was ist das überhaupt? Ja, genau. Bei mir. Wie geht das? Was spielt da wirklich eine Rolle? Das ist so unbewusst gelernt, dass wir uns das ganz häufig nicht klar sind, was damit spielt. Was tatsächlich stattfindet, ist, dass wir mit jedem Satz, den wir sagen, unsere Werte mittransportieren. Deshalb ist das Fremde für uns so schwierig, weil das nicht unseren Werten entspricht. Mhm. Also Prägung. Prägung Was ist sind eines der Module. Werte? Werte? Regeln, die ich gelernt habe, die mich immer noch begleiten. Mhm. Es gibt in jedem Modul etwa die Hälfte der Zeit Übungszeit, damit wir es wirklich üben und wirklich an diese inneren Widerstände und an dieses, nein, da gebe ich dir jetzt was zurück, damit wir da wirklich hinkommen und was anderes einüben können. Also üben ist einfach anders zu machen. Ne? Ja, genau. Ja. Üben, üben, üben. Und das nützt. Tausendmal eine andere Situation und dann habe ich eine Wahlmöglichkeit. Dann ist es im Hirn anders verkabelt. Mhm. Habe ich neue Synapsenverbindungen. Tausendmal üben und dann ist es anders im, physisch im Gehirn. Mhm. Dann müssen wir ein bisschen üben. Ja, aber das ist nur dreimal pro Tag ein Jahr lang. Das ist nicht so lange. Mhm. Das ist überschaubar. Ist durchaus machbar. Ja. Das zweite Modul, da arbeiten wir mit dem inneren Team. Das heißt, da arbeiten wir damit, was sind das für Schauspieler und Schauspielerinnen, Protagonisten, die hier eigentlich aktiv sind in den verschiedenen Situationen. Da ist ja jemand anders aktiv, wenn du ein romantisches Abendessen hast, als wenn du in einer gefährlichen Situation bist, auf einer Bergwanderung zum Beispiel. Mhm. Oder? Oder wenn du jetzt hier sitzt und mich interviewst. Da sind ja andere Teile von dir aktiv. Ja, ich würde es andere Teile nennen. Andere genau. Teile. Andere Anteile von dir. Anteile. Und diese verschiedenen Anteile, die schauen wir an, visualisieren die.
und schauen dann, wie sind die zusammengestellt? Manchmal stehen Teile miteinander da, das ist dann einfach für dich nicht sinnvoll, das unterstützt dich nicht. Mhm. Ich hatte mal einen Kursteilnehmer, das war so ein gutes Beispiel, diese Protagonisten kann man sich vorstellen, auf einem Vordergrund, einem Hintergrund und hinter dem Vorhang sind die Unbewussten. Und diese Person, die ist in den Kurs gekommen, um besser präsentieren zu können bei Präsentationen vor Leuten. Mhm. Und die ist in den Kurs gekommen und hat gesagt, ich werde nie gesehen, ich werde zu wenig gesehen. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Person, die die Führung übernimmt bei dieser Person, dass dieser Protagonist hinter dem Vorhang steht. Kunststück wird die Person nicht gesehen, oder? Dann haben wir das nach vorne in den Vordergrund gestellt und die Person hat mir nachher geschrieben, ein Feedback, und hat gesagt, das geht viel besser, ich werde gesehen. Wunderbar. Das findet statt. Ja. Nicht als Ausnahme, sondern das ist die Regel. Mhm. Zweites Modul. Dann geht es um Empathie. Was ist das eigentlich? Was ist das, Empathie? Kannst du es kurz? Empathie ist, wenn ich Einfühlung habe mit dir. Man könnte auch sagen, wenn ich Verständnis habe dafür, was dir passiert, für deine Situation, auch wenn wir miteinander in Schwierigkeiten sind. Mhm. Oder wenn wir da um etwas aushandeln sind und du sagst, ich nehme nochmal das Beispiel vom Aufräumen, und du sagst, weißt du, das ist einfach meine Ordnung. Ich kann sehen, dass das für dich wichtig ist, dass hier freie Flächen sind. Dann hast du Einfühlung mit mir. Mhm. Und wenn ich dann hier nicht einfach sage, ja eben siehst du, ich habe ja gesagt, du hast keine Ordnung, oder? Das wäre die eine Variante. Mhm. Die andere Variante wäre, Einfühlung mit dir zu haben und zu sagen, aha, das ist deine Art von Ordnung. Jetzt verstehe ich das. Es klingt wunderschön, wenn du so Beispiele machst. Und es wird so verständlich. Oder? Ja. Genau. Und dann wird es dann weitergehen und was machen wir jetzt? Und dann werden wir dann verhandeln, was wir tun können miteinander. Mhm. Empathie. Mhm. Das dritte Wochenende. Dann gibt es ein Wochenende über Eskalation. Was ist das eigentlich, eine Eskalation? Normalerweise empfinden wir erst Eskalation, das ist eine Eskalation, wenn die Leute schreien, wenn alle total schon aufgeregt sind. Eine Eskalation beginnt dort, wo du dich innerlich entscheidest, mit mir dieses Problem, das wir haben, nicht auszutragen, wo du dich zurückziehst. Da ist der Anfang der Eskalation. Das ist die erste Eskalationsstufe von 9, die heißt Verhärtung. Das heißt, ich ziehe mich zurück und sage, ich möchte es jetzt nicht mit dir besprechen. Zum Beispiel. Mhm. Da bist du total eskalierend. Für dich dann. Klar. Mhm. Eskalation. Wir schauen dann, was bist du für ein Eskalationstyp? Wie machst du das, wenn es heiß wird, oder? Ziehst du dich zurück? Greifst du an? Kritisierst du die andere Person? Oder was machst du? Wer abwerten ist der vierte der vier großen Eskalatoren. Mhm. Die sind immer mit dabei, diese vier. Und dann schauen wir, wie du das machst. Das ist so das vierte Wochenende. Das heißt, wir schauen immer wieder hinter die Kulissen bei uns selber. Immer. Es wird immer hinter die Kulissen geschaut und geübt. Mhm. An jedem Wochenende. Ja, ich sehe schon, das kann man nicht an dem Wochenende lernen. Nein. Uns hat sich herausgestellt, dass diese Dreivierteljahre, das ist so ein Dreivierteljahrestraining, das ist eine gute Zeit, um wirklich einen Wandel in sich zu erfahren und das so weit zu üben, dass es dann auch hält in schwierigen Situationen. Also ich denke, wir müssten das dann immer wieder integrieren. Ich nenne es integrieren ins Leben, indem Alltag. Wir dann hier wahrnehmen, wo denke ich gerade, wo bin ich jetzt? Genau. Ah, Prägung. Ah, ja. Ah, hier sollte ich Stopp sagen. Mhm. Genau. Mhm. Dann gibt es ein Wochenende über Wertschätzung und Geringschätzung. Mhm. Was ist das überhaupt?
was passiert da, wenn ich dich abwerte? Was passiert da in mir drin, wenn ich dich abwerte? Wenn man genau hinschaut, werte ich mich ja auch ab. Sobald ich dich abwerte. Das ist so. Mach doch nochmal ein Beispiel zu Abwertungen. Das kann ich nicht nehmen. Also ich sag mir deine Lieblingsabwertung. Was sagst du am liebsten? Müsste ich jetzt nachdenken. Ich weiß, wo ich drauf reagiere. Ist dieses, okay, sag, was du drauf reagierst. Unterstellungen, da reagiere ich. Sehr. Worauf reagierst du? Jede Form von Unterstellung. Du machst doch immer so, oder? Das machst du doch nur, weil. Du bist da sowieso zu doof, um das zu verstehen. Ja. Zum Beispiel, oder? Ja, das ist eine Abwertung, ne? Das ist eine Abwertung. Mhm. Also Geringschätzung, könnte man dem auch sagen, ist eine Abwertung. Und was passiert denn? Das kommt mir nur in den Sinn, weil ich auch eine gute Chance habe, dass ich mir zwischendurch sage, ich bin einfach zu doof, um das zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Oder? Mhm. Wenn ich das mir nicht sage, dann kommt es mir mit dir nicht in den Sinn. Abwertungen sind immer entweder oder. Ja. Oder? Das heißt, ich müsste zurückgehen, wenn ich beobachte, dass ich eine Abwertung ausspreche. Wo habe ich die selber? Mhm. Das ist hilfreich. Mhm. Also wo habe ich diese Abwertung? Wo bin ich geringschätzend und nicht gleichwertig? Es geht immer wieder um diese Gleichwertigkeit. Dann geht es gleich weiter, anschließend mit dem nächsten Wochenende über Macht über. Eben, ich bin ja nicht so doof, aber du bist schon so doof. Macht über und Ohnmacht. Mhm. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich bin zu blöd. Ich habe es noch nie begriffen. Also eigene Ohnmacht. Eigene Ohnmacht oder auch Ohnmacht von anderen. Wie reagiere ich, wenn du ohnmächtig bist? Mhm. Das ist für mich eine doofe Situation. Das sind auch Glaubenssätze, ne? Ja, total. Mhm. Klar. Also was machen wir da, wenn es um Ohnmacht geht? Und selbstverständlich kennen wir alle diese Ohnmachtssituationen. Das kennen wir einfach. Ja. Und die beleuchten wir dann mit dem Scheinwerfer. Das ist immer toll. Und die Leute sind erstmal unangenehm, ehrlich ja, gesagt. Ja, ist es. Ist es. Und gleichzeitig haben wir was rausgefunden in den Kursen, nämlich... Es gibt so Fischerstiefel, die gehen ja bis hoch, oder? Dann ziehen wir diese Fischerstiefel an, nehmen das Vergrößerungsglas und dann gehen wir in den Sumpf den Schatz heben. Es hat immer einen Schatz da, wenn ich merke, ach, das ist der Grund, weshalb das bei mir passiert. Und dann kann ich eine Alternative entwickeln. Hm. Oder? Also Macht über und Ohnmacht. Und wie kann ich da aussteigen? Mhm. Aussteigen ist immer das Bedürfnis erarbeiten. Wenn ich in der Ohnmacht bin, weiß ich manchmal nicht, was mein Bedürfnis ist. Ja, das kenne ich. Und dann ist der Ausstieg rauszufinden, was mein Bedürfnis ist. Mhm. Und dann wieder in diese vier Schritte zu gehen. Und das letzte Modul ist Systemtheorie. Also das beginnt ja mit Systemtheorie eigentlich, mit der Prägung. Und dann kommt so der Deckel aufs Sandwich mit übergeordnetem Blick auf die Systeme, in denen wir uns befinden. Also Familiensystem, Arbeit, eigene Familie. Mhm. Immer ab 3 Leuten ist es ein System. Mhm. Oder? Was gibt es da für Regeln, die man beachten muss, damit das gut läuft in einer Gruppe? Das ist ja sehr unbewusst, weil Systemregeln und Systemtheorie, das ist ja etwas, was... Da gehört übrigens auch Familienaufstellungen, gehören da auch dazu. Das ist etwas, was man noch nicht so lange kennt. Das ist erst ein paar Jahrzehnte alt. Das heißt, das ist noch nicht so tief im Bewusstsein der Gesellschaft. Ja, das ist richtig. Eingeflossen und eingesunken. Mhm. Also da gibt's den übergeordneten Blick. Was muss ich beachten, wenn ich in einer Gruppe bin, damit ich wirklich auf meinem Platz stehen kann? Ist immer ganz toll, wenn die Leute dann wirklich auf ihrem Platz stehen. Mhm. Und immer, wenn man auf dem eigenen Platz steht, kommt man in die Kraft. Genau, da ist es, und was du vorhast. Und dann kann das Potenzial sich ausdehnen. Mit mir verbunden sein? Genau. Mhm. Ja, es ist ein großer Prozess, wie es klingt, aber es sind lauter sehr wohltuende Elemente, die du erwähnt hast, die bei mir sehr
Ja, ich glaube, das richtige Wort ist wohltuend ankommen. Ja. Ja. Mhm. Du bist nicht in Frage gestellt. Mhm. Du bist willkommen. Schön. Und autonom. Das sind die beiden Dinge, die für uns so wichtig sind. Wie schön, ja. Ja, ich finde das auch sehr angenehm. Wenn ich nichts tun muss, damit ich autonom sein darf, und wenn ich auch nichts tun muss, damit ich willkommen bin. Noch genauso schön. Ja, es ist beides, oder? Es ist beides. Ja, es ist wohltuend. Es klingt, es ist, ja, ich merke, es ist so eine Ruhe in mir, wenn du so sprichst über diese Dinge. Ne? Genau. Kommt so ein, oh ja. Ja, es ist eine Entspannung findet statt. Das Nervensystem kann sich entspannen, weil es ist nicht gefährlich. Oder? Das ist genau das, was passiert. Mhm. Und wohlverstanden, wir sind nur dran, darüber zu sprechen. Und das Unterbewusste, und es ist ziemlich viel Unterbewusstes, es ist etwa 90%. Also wir haben nicht so viel Bewusstes. Also Körperfunktionen, Prägung, all das gehört da dazu. Mhm. Und das Nervensystem muss das quasi so wie ein bisschen verwalten, oder? Damit da nichts passiert. Und wenn du merkst, dass ich eine bin, die dich gleichwertig behandelt, die dich empfängt in dem, was du bist oder sagst und dir sich interessiert für deine Autonomie oder das, was deine Vision ist, dein Leben, das, was du findest, dann kann sich das Nervensystem entspannen. Und dann wird es angenehm. Deshalb empfinde ich das gleich als so zur Ruhe. Ja, eine Ruhe. Ja, wir kriegen dann andere Hormone ins Blut. Oh, schön. Oder nicht dieses Adrenalin, dieser Adrenalin-Cocktail, der da dann ausgeschüttet wird, wenn es gefährlich wird. Mhm. Klingt wunderschön. Renate, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe durch diesen Dreivierteljahr, ich gehe durch die Module oder ich bin durchgegangen. Ich habe immer noch, also können wir das einfach mal, kannst du mir das mal zeigen, was ich dann könnte? Oder wie soll ich sagen, vielleicht weißt du, was ich meine. Könntest du mir nochmal das vormachen oder mach mir das nochmal als, genau, ich habe es verstanden im Kopf jetzt, ja, und es klingt wirklich sehr, sehr interessant, weil es ist ja so verheerend in der Partnerschaft, in dem System. Es ist so verheerend und ich sehe so viel und ich habe es nicht gelernt, gut zu kommunizieren. Ich glaube, meine Eltern konnten das selber nicht. Oder einfach, ja, es ist ein bisschen fremd noch. Was ist dein Eskalationspunkt? Wann gehst du in die Luft? Oh, ich sage dir Unterstellungen. Okay, gib mir mal eine Unterstellung. Eine Unterstellung, die dich wirklich wäre, du denkst doch, es ist so und so. Also mir Gedanken zu unterstellen, da... Ich merke, dass mir schon, du wirst mir heiß, ja. Ich finde es so ungut, ja. Weil deine Autonomie so angegriffen ist. Das ist die Autonomie, ja. Also ich würde gerne gefragt werden, was denkst du darüber? Und dann sagt jemand, aber du denkst doch so und so. Genau. Dann bin ich da drin. Gib mir ein Thema und dann machen wir das, dann zeige ich dir, wie das geht. Wenn es auf diese verbundene Art und Weise ist. Vielleicht hast du mehr Erfahrung, es könnte jedes Thema sein. Ich reagiere da immer drauf. Wir können entweder ein Partner-Thema nehmen. Partner-Thema. Kennt vielleicht auch jeder. Da sitzt man am Tisch und oder sitzt dann beieinander und dann geht eine Diskussion los über vielleicht eine Kleinigkeit. Zum Beispiel? Was war deine letzte, die du hattest? Vielleicht nicht aufräumen, aber da steht deine Tasche immer und ich... Oder die Schuhe. Und wir haben doch gesagt, du lässt die vor der Tür. Lass uns das einfach nehmen. Es fehlt mir gerade. Also du bist diejenige, die mich angreift, gell? Also ich bin jetzt diejenige, die sagt, ich brauche eigentlich nichts sagen, ich könnte ja auch nur auf die Schuhe gucken. Und genau, du könntest auf die Schuhe gucken und die Augen verdrehen. Das ist auch eskalieren, das weiß man inzwischen. Ja, genau. Ich habe dir doch gesagt, oder wir haben doch abgemacht, also, dass wir die Schuhe immer draußen hinstellen. Mhm. Ja, du hast recht. Du hast wirklich total recht. Könntest du es jetzt endlich mal machen? Darf ich dir sagen? Und könntest du es in Zukunft vielleicht auch immer machen, ja? Ja. Mhm. Gell, du ärgerst dich drüber, dass ich es jetzt heute nicht gemacht habe.
Ja, ich ärgere mich nicht drüber, das ist doch einfach abgemacht. Ah, also ich hätte gern, ärgerst dass dich du nicht über die Schuhe, du ärgerst dich dran hältst, was für abgemacht. Ah, das ist dein Ding, du ärgerst dich nicht über die Schuhe. Nee, ich ärgere mich jetzt, dass du das hier einfach nicht hältst, was wir abgemacht haben. Ah, das ist für mich eine total gute Information, danke. Ich habe gedacht, du nervst dich über die Schuhe. Weil, weißt du, ich bin gekommen und ich musste unbedingt aufs Klo und ich konnte die Schuhe nicht mehr verräumen. Deshalb stehen die jetzt noch hier. Aber dass du denkst, ich halt die abmachen, das trifft mich jetzt schon. Dass du denkst, ich halte die Abmachung nicht ein. Ja, ich denke, du hältst die Abmachung nicht ein, weil du wieder die Schuhe mal wieder hast stehen lassen. Und wir haben doch so oft drüber gesprochen. Also kann ich noch mal sagen, ich möchte gern verstehen, was dich denn so ärgert. Also dich ärgert hauptsächlich, dass ich die Abmachung nicht einhalte, gell? Sind es die Schuhe oder ist es die Abmachung? Es ist die Abmachung, ja. Ja. Und was ist denn genau mit den Schuhen? Ich möchte es gern verstehen, damit ich weiß, es ist ja ein Unterschied, ob es die Abmachung ist oder die Schuhe, gell? Also manchmal denke ich, du machst es mit Absicht. Mhm. Ja, klar, denkst du das. Ich mache es nicht mit Absicht. Aber das nützt dir auch nichts, gell, wenn ich das sage. Schon klar. Ich sehe halt, dass du schon wieder mal die Schuhe da stehen lässt. Okay, ich glaube, wir könnten weitermachen und es führt irgendwie zu nichts, habe ich das Gefühl. Ne? Doch, doch. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Mhm. Ich bin dran zu verstehen jetzt gerade, was denn wirklich dein Bedürfnis ist. Okay. Weil du kennst dein Bedürfnis nicht wirklich. Okay, du hast recht. Kannst du das merken? Ja. Und dann beginnt es so zu drehen. Ja, ich bin nicht mit mir verbunden. Genau? Ja, genau. Genau. Oder es ist so ein Vergnügen, mir Vorwürfe zu machen. Ja, es ist eine, ich will nicht sagen Genugtuung, aber es hat so einen kleinen Kick, nicht? Ja, es ist wie ein bisschen Ventil. Ja, genau. Und das, was ich jetzt gerade dran war, rauszufinden, ist, was dir denn wirklich wichtig ist. Okay. Oder? Das dauert manchmal ein bisschen. Vor allem, wenn so, du hast gemerkt, du bist so auf dieser Schiene von, ich weiß jetzt auch nicht, was ich von dir will, aber ich will dir einfach nochmal sagen, dass du die Schuhe draußen stehen lassen hast, oder? Ja. Genau. Ja, ja. Genau, oder? Ich merke, dass ich gar nicht weiß, was ich wirklich will. Ganz genau. Da fehlt mir wie ein Stückchen. Mhm. Und ich merke, dass ich keine... Du hast keine Verbindung zu deinen Bedürfnissen. Okay. Ich kann wahrnehmen, dass dein Bedürfnis, dass ich mich an die Abmachungen halte, sehr groß ist. Das kann ich wahrnehmen. Aber es geht dann nicht weiter. Nee, das meinte ich, es geht da nicht weiter. Mhm, genau. Und dann wäre mein nächster Schritt gewesen, nochmal klar zu machen, worum geht es dir jetzt eigentlich? Geht es dir um die Schuhe oder geht es dir um die Abmachung? Es geht um die Abmachung, das genau. Recht. Und es geht nicht um die Schuhe. Ah, okay, jetzt komm. Okay, jetzt. Was passiert jetzt? Ja, ja, ja. Moment, lass mich nachspielen. Es geht um die Abmachung. Mhm. Was passiert mit dir, wenn die Abmachung nicht eingehalten ist? Was hast du für ein Gefühl? Ja, da geht es in nicht respektiert, ist noch nicht ganz, aber da geht es in... Genau. In, ich würde auch nicht sagen, nicht gehört werden oder nicht gesehen werden. Es ist noch ein bisschen was drunter, wo ich noch nicht bin jetzt. Aber genau. Da ist was anderes drunter. Ne? Ich merke, es ist ein Gefühl im Körper. Jetzt sind wir bei Körper. Ein Gefühl im Körper hier. Hier. Mhm. Genau. Mhm. Da wird es so, fühlt es sich so ein bisschen wie Wund an. Mhm. Kommen wir ein bisschen näher? Ja, ich glaube, ich merke es selber. Du merkst es selber. Da ist ein Wund, und da ist eine Verletzung. Wenn ich da jetzt reingehe, dann wird es wirklich. Dann kommt ich an ein Gefühl. Dort, genau. Da kommt, muss ich mal reingehen? Mhm. Da ist ein Gefühl im Körper von wie Wund sein, wie wenn man eine Wunde hat. Und das ist wie eine Verletzung. Jetzt wird es aber unangenehm, ja. Mhm. 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 Das merke ich da. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich merke, da ist eine Verletzung. Genau. Und wenn ich versuche herauszufinden, was hier wirklich gespielt wird, dann kommen wir dem näher. Und ich bin dir dann auch näher. Ich kann nämlich dann versuchen, dein Bedürfnis wirklich zu erfüllen. Mhm. Weil wenn ich einfach die Schuhe draußen stehen lasse, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass das Nächste, was du von mir verlangst, ist, dass ich
den Kühlschrank immer so und so einräume. Zum Beispiel. Also nur im Außen Dinge, genau. Die eigentlich... Dass ich Dinge einhalte. Mit dem Bedürfnis gar nichts zu tun haben. Die eigentlich. Dir dann beweisen, dass ich dich liebe, dass ich dich respektiere. Mhm. Aber dann muss ich was tun, damit du überzeugt bist von mir. Das ist schwer für mich auf die Dauer. Also da sind wir bei meinen Bedürfnissen, die ich noch nicht mal kenne, zu erfüllen oder zu lindern. Ja. Mhm. Und da gehen wir dann rein in den Kursen und dann finden wir raus, was ist denn hier los? Und dann gibt es eine Alternative und dann kann sich's öffnen. Mhm. Ist dir das Beispiel genug? Hast du das Gefühl, dass es ein Bild gibt, was wir jetzt gemacht also, haben? Also es wäre schön, ich würde es jetzt gern, du hast am Anfang diese 4 Schritte erwähnt. Mhm. Ich bin noch da in etwas Ungutem drin, also ist nicht unangenehm, aber ich merke, da ist was drunter. Ich gehe jetzt mal aus, ich weiß und bin damit in Verbindung. Ich fühle mich auch gerade wieder in Verbindung mit mir. Könntest du jetzt einfach mal eine gute oder gewaltfreie oder wertschätzende, kooperative Kommunikation mit mir machen, mit diesen 4 Schritten, so wie wenn wir das gelernt hätten? Dann wertfreie Beobachtung. Ich sehe, dass du im Moment gerade bei etwas bist mit dir, das so ein bisschen unangenehm ist und es von außen schaut so aus, wie wenn es ein bisschen emotional wäre. Das ich sehe. Den kann ich entweder Einfühlung geben und dich fragen, was brauchst du jetzt gerade? Brauchst du etwas, dass es dir besser geht? Oder was brauchst du von mir? Das wäre eine Variante. Mhm. Die andere Variante wäre, dass ich von mir spreche und sage, ich bin gerade ein bisschen verunsichert, was ich tun soll. Das ist eigentlich dasselbe, aber anders ausgedrückt, oder? Mhm. Das ist der zweite Schritt, den du... Meine Gefühle. Bedürfnis ist, ich würde gerne wissen, wie ich dich unterstützen kann. Ja. Kannst du mir bitte, kannst du mir sagen, ob und was ich tun soll, dass du dich unterstützt fühlst? Dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, nehme ich mal kurz den Arm. Ja, zum Beispiel. Genau, das ist ganz unterschiedlich, was dann kommt. Ja. Bei dir ist es dann bin so. Bin da gerade noch drin ein bisschen. Deshalb. Genau. Ja, es ist wunderschön, weil es ist ruhig und es ist nah und es ist verbunden. Ich spüre dann auch die Verbindung mit dir. So gar nicht nur mit mir, sondern auch mit meinem Gegenüber. Oder? Genau. Und gleichzeitig sind wir beide total mit uns verbunden. Und dann gibt es diesen freien Raum hier zwischen uns. Das hat auch was sehr Nährendes dann, diese wirkliche Verbindung, würde ich sagen. Genau. Wo ich mich in Kontakt mit dem Gegenüber oder mit dir spüre. Es hat was sehr Nährendes. Und da ist wieder dieses Gesehenwerden und gehört werden. Und ist wunderschön. Ja. Ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Und ich bin total okay und... Mit allem, was ist. Mit allem, was ist. Mhm. Wunderschön. Und das heißt nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem diese Haltung. Mhm. Genau. Mhm. Schön. Wie würde die Welt anders aussehen, wenn wir so in diesem Kontakt sind miteinander? Das ist der Grund, weshalb ich unterrichte und weshalb ich diesen... Ich bin ja dran, einen Online-Kongress zu organisieren. Mhm. Anfang nächstes Jahr. Mit dem Thema Kommunikation im Moment in Partnerschaft und Familie, damit das rausgeht. Damit das rausgeht. Mhm. Deshalb mache ich das Interview mit dir, damit das rausgeht. Ja. Weil ich sehe es bei den Menschen in meinen Kursen. Seit 20 Jahren sehe ich, wie die anders aus dem Kurszyklus rauskommen. Mhm. Und das geht in die Welt. Das zeigt sich in den Familien, das zeigt sich bei der Arbeit. Die können ihre Arbeitssituationen anders bewältigen, die schwierig sind. Mhm. Also das hat eine Wirkung. Mhm. Ich habe die Wirkung sehr deutlich gespürt. Ja, man hat es auch gesehen, gell? Ja, von das, was wirklich, ich glaube, ich kann hier wirklich sagen, jeder kennt diesen Stress, dieses Auseinandersetzen, dieses Kämpfen mit oder gegeneinander. Genau. Ne? Das ist irgendwie so ungut und wir wissen, glaube ich, auch fast alle oder alle, dass es nie zu irgendwas führt. Ja, außer zu einem riesen Knall mit unheimlich viel Energieaufwand und Zusammenbruch. Ja. Genau.
Und was du so, als wenn du das so gemacht hast, das war so friedlich, so ohne Reaktion, ohne. Genau. Es war eher das Gegenteil, würde ich sagen. Es war, ich habe mich mit mir und dann vor allem auch mit dir oder dem Gegenüber persönlich verbunden gespürt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sowas multipliziert und sehe dann sofort eine Welt, wo was anderes läuft. Ja, wo wir eigentlich so viel jetzt hier über diese neue Welt und Menschheit und alle eins. Aber hier ist es, ja? Ja, ich bin gerne konkret. Hier ist es, ja. Ich bin auch gerne spirituell, aber ich bin auch gerne konkret. Hier. Jetzt im Moment. Was muss ich jetzt tun mit dir, damit wir eine Lösung finden? Mhm. Und das finde ich nützlich. Ja. Was mache ich, wenn ich etwas Fremdes auf der Straße sehe, das mich beängstigt? Gehe ich dann in meine Gedankenstrukturen oder gehe ich in dieses Stopp und die wertfreie Beobachtung und schaue dann mal richtig hin, was hier läuft, oder? Mhm. Anstatt mich in meinen Beängstigungen wiederzufinden, zum Beispiel. Wunderschön, wunderschön. Mhm. Ich danke dir für diese schöne Arbeit. Ich spüre so schön diese Verbindung und das ist eigentlich, kann man gar nicht beschreiben oder wertschätzen genug. Mhm. Es ist einfach um das, was es geht. Ne? Ist groß, ja. Mhm. Wunderschön. Jetzt schauen wir noch zusammen in die Kamera. Mhm. Danke dir nochmal. Herzlichen Dank für das Gespräch und für die vielen Erklärungen und Beispiele. Und herzlichen Dank, Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen und das in Empfang nehmen.